2018, Weihnachten. Ein kurzer Rundgang im Globus in St. Louis und jetzt sind wir in der Fleischabteilung. Hier ist eine ganz große Auswahl, immer alles frisch. Wir drehen früh morgens. Kollegen haben uns gebeten, ja, da ist natürlich die Auswahl und die Präsentation so perfekt, wie man das wahrscheinlich tagsüber nicht hinbekommt, wenn ganz viele Kunden kommen. Aber am Montag, da geht's. Rippchen. Ja, isst man Rippchen zu Weihnachten? Weiß ich nicht. Glaube ja nicht. Immer? Vielleicht immer. Aber hier so ein Braten, so ein Rollbraten, der würde doch gehen, Spießbraten? Ich glaube, wenn ich so einen Braten haben würde, würde ich ihn doch vorbestellen. Das wäre mir jetzt zu heikel, weil das wollen doch viele. Und das ist ja so eine ideale Sache, wenn man mehrere Leute zu Besuch hat. Das macht man ja nicht abends zu zweit. Es geht auch darum, dass man es zubereitet und dann sich schon so ein wenig drauf freut. Der Duft ist von dem Braten den ganzen Tag natürlich dort, wenn man ihn zubereitet. Und wenn dann die Gäste kommen und er ist schon zwei, dreimal aufgewärmt, dann fällt er quasi auseinander und alle sagen, hey, der schmeckt aber gut. Der muss richtig locker sein, ja. Der braucht seine Zeit. Das ist hier auch alles von Globus selbst gemacht. Das wird nicht zugekauft, sondern die Metzgerei macht das ja alles selbst. Da sind auch gefüllte Braten, sehe ich jetzt hier, unterschiedlich marinierte Sachen. Girouladen. Nee, das sind Spießbraten. Spießbraten sind das? Spießbraten, ja. Für eine Roulade wäre es ein bisschen groß. Ja, ich habe da keine Ahnung. Kannst du dir aber selbst machen. Da hinten habe ich gesehen. Zeig mal. Es gibt hier Rinderrouladenfleisch. Das ist nämlich so hier Kalbsschnitzel, da vorne. Dieses dunklere, die Haufen. Das würde man für Rouladen nehmen. Da musst du nur noch etwas Senf. Das ist das Fleisch für Rouladen. Genau. Richtig, Zwiebel rein und eine Gurke kommt da, glaube ich, auch drauf. Und das zusammenwickeln und eben auch lange braten. Ziemlich lange drin lassen, ansonsten wird es zäh. Aber wenn man es lange drin lässt in der braunen Soße, dann wird es super lecker. Man kann es mehrere Tage auch noch essen. Also ich empfehle immer 20 Stück zu machen. Ist auch gar nicht, ist auch gar nicht so kalorienreich. Man muss auch sagen, es ist ja nur Fleisch drin, es ist ein bisschen Gemüse drin, ein bisschen Soße. Genau. Also man hat da einiges davon. Man kann ja eine Soße machen mit sehr viel Gemüse, was dann so verkocht. Und manche sagen ja, dass es besser wird, wenn es länger steht, wenn man es nochmal wärmt. Das ist ja Gulasch. So, hier vorne ist Gulasch. Auch da bin ich immer so ein Fan, 2 bis 3 Kilo direkt zu kaufen, um die dann anschließend auch hier zu finden. Ja, das ist die Fleischabteilung. Auch hier kann man Fragen stellen. Man kann dann auch fragen, was ist für da und da und da da. Ich nehme an, dass die Leute ziemlich viel fragen, oder? Ja. Beispiel, was ist so eine gute Frage? Für die Zubereitung. Ja, genau. Ja. Wie man zubereitet, wie lange es dauert, ne? Der Trick für die Rouladen, was ist da der große Trick? Beim Braten, scharf anbraten und gut garen lassen. Gut garen lassen? Ja, zwei Stunden sie schon. Ne? Minimum, oder? Minimum, 2 bis 2,5 Stunden, ne? Okay. Aber gut scharf anbraten, ne? Das ist der Tipp, dass eine gute Soße wird, mit viel Suppengrün drin, ne? Hm? Okay. Dörrfleisch für den herzhaften Geschmack. Dörrfleisch, Zwiebeln und ein wenig mit Senf bestreichen. Manche machen auch noch ein Gürkchen rein, je nach Geschmack. Ne? Wie sieht es denn hier aus mit Wild, wenn ich für die Feiertage Wild haben will? Ja, haben wir abgepackt in der SB-Theke immer frisch. Vakuumiert ist das. Ne? Es ist vakuumiert bereit. Ja. Das ist nämlich der Vorteil, man kann nämlich immer fragen, wo es herkommt. Wenn man nicht irgendwelche Fragen hat, da ist immer einer da. Hier vorne steht die Herkunft auch immer drauf. Das ist immer wichtiger. Es gibt immer mehr Kunden, die sich dafür auch interessieren, wo ihr Fleisch herkommt. Nochmal? Aus Reisen. Ja. Aus Reisen, hier aus dem Saarland. Hier aus dem Saarland, ja, genau. Ja. Hm? Vielen Dank. Bitte. Tschüss. Hilfsbereit sind sie immer. Ja, hier sind wir schon fast in der Wursttheke. Aber auch jetzt mal so eine Suppe mit Rohesser mit drin. Auch ganz, ganz lecker. Und das Ganze hier ist abgepackt. Oder es gibt auch Spezialitäten vorne, hast du mir erzählt? Wenn das Wetter genauso wird wie in den letzten Jahren oft, dann kann man ja an Weihnachten wieder grillen. Dann kann man sich hier schon mal eindecken. So, hier vorne hat man auch noch das Wellfleisch. Und last but not least, das darf natürlich nicht fehlen, Sauerkraut und Leberknödel abgepackt. Ja, alles fertig. Das geht halt schnell. Hier ist alles schon vorbereitet. Da kann ich es mir selbst aussuchen, muss mich nicht anstellen und kriege das schon verpackt mit dem Sauerkraut dabei. So sieht's aus. Das ist auch ein Riesenplus. Das heißt, ich sehe alles ganz genau. Ich bin auch ganz sicher, es hat exakt die gleiche Frische und Qualität wie direkt aus der Theke.
Und ja, es geht schnell. Die wichtigsten Sachen, die sind hier fix und fertig. Und das wird immer mehr und mehr wahrgenommen. Hier haben wir zum Beispiel Schweinegeschnetzeltes, direkt abgepackt. Oder das Hackfleisch. Charolux, hier besondere Rindfleischsorte. So, jetzt gibt es aber noch Spezialtheken. Die sind hier vorne da. Hier vorne ist zum Beispiel... Ja, neben Rind und Schwein gibt es ja auch noch andere Sachen, zum Beispiel Lamm. Das kommt hier natürlich aus Neuseeland, ja. Die Lammlachse, frisch. Und hier vorne haben wir das Rindersteak vom Jungbullen. Roast Beef, ja. Das kann man ja schön grillen, so ein Lammlachse auch. Würde ich auch mediterran machen, mit Kräutern, mit Knoblauch drin. Auch das ist immer mehr im Kommen, ansonsten wäre es nicht so fix und fertig abgepackt schon, denn die Leute sind da. Ja, wir drehen jetzt im Dezember 2018, wir sind bei Globus und das ganz große Thema Weihnachten. Ja, wenn auch Sie Interesse haben, etwas Großes zu bekommen, dann sollten Sie auf jeden Fall vorordern. Tun Sie es einfach anrufen bei der Zentrale und Sie können Ihre Order auch telefonisch abgeben oder halt beim letzten Einkauf einfach durchgeben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen.